Meerwald, dann die zweite Ebene mit den Xaurips und jetzt sind wir hier auf der dritten Ebene mit dem Kanal und allem. Was passiert, wenn wir auf die erste Ebene hochgehen? Weil ich weiß, es gab da noch einen Geheimgang. Ja, das ist ein Geheimgang. Zur Haupttreppe. Also das ist der Geheimgang. Jetzt sind wir wieder in der ersten Etage. Mal gucken, wie tief wir jetzt in dem Durchgang kommen. Also ich glaube nicht, dass wir bis in die letzte Etage. Ich weiß gar nicht mehr. Entweder 12 oder 15 Etagen hat das ganze Ding. Aber so vielleicht in die sechste oder achte. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal in der dritten. Das Zepter bei Alof ist hingebunden jetzt. Füge direkt Schaden, um nächste Stufe zu erreichen. Füge benommen Feinden 300 Schaden, um die nächste Stufe zu erreichen. Füge Feinden 1500 Schaden zu. Oh, und was hat die Stufe jetzt gebracht? Was haben wir dadurch freigeschalten? Präzise plus präzise 4. Genauigkeit und Schaden. Und beherrschen. Okay. Ja. I'll see what I can find. So, hier ist wie gesagt das Lager von den Ogern. Aber die Frage ist, was ist auf der anderen Seite noch? Ein guter Säbel. Edea hat ja schon einen guten Säbel, ja. Eine beeindruckende Statue. Was meinst du, wie alt sie ist? Ja, die öffnet hier was. Diese in einer dezenten Nische aufgestellte Steinfigur scheint kühnen Schrittes voranzuschreiten, wobei sie einen Arm hochstreckt, die Statue inspizieren. Anhand des Kleidungsstils und der aufgeplatzten Bartresten auf der Statue vermutet Durens, dass es sich da hierbei um den Grafen von Jenwald handelt. Dieser berühmte Krieger war dafür bekannt, seine Krieger mit einem leuchtenden Säbel in die Schlacht zu führen. Diese in einer dezenten Nische aufgestellte Steinfigur, ja. Dafür brauchen wir erstmal einen Säbel. Da würde hier die Wand. Die sind immer so offensichtlich, die Wände, die von selber auf und zu gehen. Würde die Wand wahrscheinlich aufgehen. Also gut. Das heißt, wir haben jetzt keine großartige Wahl mehr als die Ogre. Anführerin zu zerhacken. Ah. Also ich sehe die Anführerin und mindestens einen Oger. Es müssten aber, glaube ich, mindestens drei weitere Oger da drin sein. Jetzt sehe ich nur den einen.
Ach, ein Druide. Oh. Okay. Durenz macht den Mann Säule. Der Meister spricht, tötet ihn. Ich will seine Hände, seinen Kopf. Er wird Wache stehen. Okay. Böser Kampf. Lava. Ready one. Das war der Böse auf Alof drauf. Hi. Lava. Der hau sie mal um. Duens, stachel sie mal ein bisschen an. Kana, wir brauchen. Okay, Kanas Zeug hat nicht genug Reichweite. Das ist der Wendelring. Ogerblut. Ogerblut und Kristalle. Die Wand wird von einem verrosteten Schild geschmückt, der selbst mit einem vielblättrigen Baum dekoriert ist. Auf einer kleinen Plakette am Sockel steht der Graf von Jenwald. Hm. Oh ja, da ist noch was im Haufen. Ring der Überwachung. Fertigkeit Wirkungsbereich, okay. Ups, der ist jetzt im Ding gelandet. Mist. So, das heißt, wir können zum Ogre am Anfang zurück. Dann sind wir hier durch und können in die nächste Ebene, in die vierte. Wie gesagt, mal gucken, wie tief wir es schaffen. Ich hoffe ja so auf sechste, siebte Ebene. Also ist es vollbracht? Ja, Zola ist tot. Tulka atmet wieder tief ein. Mehrere Augenblicke sagt er nichts mehr. Dann ist es vollbracht. Ich danke dir, Mensch. Das da drin war nicht mehr meine Gefährtin. Ich werde sie nicht so in Erinnerung behalten. Hier. Wohin ich gehe, werde ich das nicht benötigen. Setze es gut ein. Und weg ist er. Oh, eine leichte Rüstung. Rüstungsschutz von 3. Ja. Das ist vielleicht was für die trauernde Mutter dann. Ja, ich habe die Ogre-Anführerin Sola erschlagen. Jetzt muss ich nur noch Tulga berichten, dass es getan ist. Ich informierte Tulga, dass das düstere Werk vollbracht ist und Zola nicht mehr lebt. Dadurch schien er einen gewissen Frieden gefunden zu haben, obwohl es ihn auch sehr mit Trauer erfüllte. Mit etwas Glück wird er weit weg von hier einen neuen Platz zum Leben finden. Ja, ich lasse ihn einfach mal rauslatschen durch meine Festung. Raste jetzt mal kurz, weil da sind ja Rastvorräte. Sag gar nicht schnell zu dir hinüber. Sie hält eine Tüte mit gedörrtem Hirschfleisch in der Hand und bietet sie dir an, als sie sich neben dich setzt. Itumak sieht gierig zu. Langer Tag. Sie beugt einen Arm hinter ihren Kopf, bis du ein Knacken hörst. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Du scheinst viele lange Nächte zu haben.
Gut genug, danke. Es läuft nicht besonders gut. Der bleierne Schlüssel hat mich noch nicht ermordet, also kann ich mich wohl nicht beschweren. Eigentlich hat das doch alles eine gute Seite, oder? Die Frau schränkt ihre Arme über den Knien. Schau mal, ich bin schon eine Weile nicht mehr bei einer Jagdgesellschaft dabei gewesen, aber wir sitzen jetzt im selben Boot und selbst wenn wir verschiedene Beute jagen, so jagen wir doch gemeinsam. Sie nimmt einen Brocken getrocknetem Fleisch aus ihrem Beutel und beißt einen langsamen Streifen davon ab. Ito Mack leckt sich die Lippen und sie wirft ihm den Rest zu. Braver Fuchs. Ich verstehe zwar nicht, was mit dir geschieht, aber ich werde dir helfen, Taos zu finden. Dasselbe, was du auch für mich getan hast. Ja, noch haben wir Parsec nicht gefunden. So, das heißt, hier können wir nichts mehr weiter tun. Doch, die Rastvorräte mitnehmen, die ich jetzt vor lauter Reden vergessen habe. Weil für die Statue haben wir ja noch nichts. Manchmal ist es nämlich so, dass man in tieferen Bereichen noch was findet und in die höheren zurückkommen müsste. Gerade wenn man dann die Verbindungsgänge gefunden hat. Wobei ich glaube, es war ein guter Säbel, den man opfern musste. Dies ist eine alte Dirk-Grusel-Geschichte über eine heimgesuchte Dinnerparty. So, was haben wir hier? Schriftrolle Lähmung, gut Silberlusken. Okay, Trolle. Viele Trolle. Ready, Watcher. After him, Itumak. So. I'm here. Ready, Watcher. Okay, jetzt hat das irgendwie mehrere Trolle getroffen. Okay, Alof hat es geschafft, einen zu beherrschen. Mit seinem Zepter, vorläufig. Okay, der ist jetzt angepisst. Gut. At once. Lay in low. Gute Fellrüstung. Ah ja, man merkt, Trolle sind jetzt nicht ganz so
böse im Vergleich zu den Ogern vorher. Keeping an eye out.